Versuchen wir sie mal aufzurichten. Maria Müller-Gebrina. Maria, 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 Maria. Fragst du Marie, wen sie liebt, kann sein, dass sie zur Antwort gibt. Ich liebe meinen lieben Mann so sehr, wie den von nebenan. Ich liebe meinen Mann so sehr, den nebenan, den lieb ich mehr. Denn wenn mein Mann nicht will oder kann, dann geh ich still nach nebenan. Es tut mir leid, mir tut's nicht leid, denn er hat noch Zeit und hält sich bereit. Und was mich noch besonders freut, ich habe es doch auch nicht so weit. Wer hat noch Kraft, der hat noch Saft, das nenn ich gute Nachbarschaft. Fragst du Marie, wen sie lieb, kann sein, dass sie zur Antwort gibt. Ich liebe meinen lieben Mann nicht ganz so sehr wie den von nebenan. Maria me tachitrina, piona gabasca litera, piona gabasca litera, una frasuita litona. Was sagst du, Sandy? Super. Ist okay, du bist ja an der richtigen Stelle, um das richtig einschätzen zu können. Deswegen habe ich dich da ja auch hingesetzt. Gut. So, wenn schon jemand einen Wunsch hat, dann nur zu. Nicht, wie gesagt, so lange Pausen möchte ich nicht entstehen lassen. Dann suche ich mir selber schnell was aus. Und Rosi, dir verspreche ich auch, heute kriegst du jeden Wunsch erfüllt. Nicht mit faulen Ausreden, das passt heute nicht und sowas. Nix da. Also, ihr müsst mir das halt laut entgegenrufen und während ich dann singe, die Melodie. Nein, danach. Danach, okay. Also, eins der letzten der Lieder, die ich zuletzt geschrieben habe, wie alle meine, wie die meisten meiner Lieder, höchst autobiografisch erlebt, erlebt, erlitten. Manchmal sehe ich auch so aus. Der Favorit. Am allerliebsten haben, hab ich dich am allermeisten geliebt. Von allen diesen allerliebsten Knaben bin ich der, der heute mal übrig blieb. Du nimmst mich mit, ich bin dein Favorit. Ich glaube, heute Nacht bleibst du mir treu. Ich glaube, heute bleibst du mir treu und nimmst mich mit, ich bin dein Favorit. Ihre Zeit mit dir verbringen, habe ich heute mal nach Hause geschickt. Ich sagte was von Krankheit, Pest und Tod und solchen Dingen und da haben, die sich leise so schnell verdrückt. Wärst du nicht gesund, wärst du überhaupt nicht mehr hier und das haben die geglaubt. Wärst nicht gesund, wärst du überhaupt nicht mehr hier und das haben die geglaubt.
Alle, von denen du umworben wirst, die denken doch nur an ihr eigenes Glück. Nur weil du mal angeblich nicht so richtig funktionierst, ziehen die sich vorschnell schnell zurück. Ach, diese Leute denken nur an sich. Drum dachte ich heute mal an mich. Ich dachte heute mal an mich. Die anderen Leute denken immer nur an sich. Weil außer mir heute keiner übrig bleibt, nimmst du mich mit und ich bin dein Favorit. Im Blau gedruckten, das sind die ganz wehmütigen, sentimentalen Lieder, die schwarzen. Singe ich am allerliebsten eigentlich, finde ich meine schönsten Lieder, das sind die sehr, sehr tief traurigen. Und die roten, das sind die erotischen, steckt in dem Wörtchen erotisch ja auch drin. Das heißt aber, es sind, darauf bestehe ich schon, es sind keine gesungenen Herrenwitze, es sind alles eigentlich ganz, ganz liebe Liebeslieder, nur ein bisschen kitzelig. Und wer aber denkt halt, er wäre selbst nur aus Erleben erschaffen, das täuschen sich ja alle, der hat schon mal einigen meiner Lieder, meiner erotischen Lieder, Anstoß genommen und ist dann gegangen. Das wird mir heute, glaube ich, nicht passieren, wenn ich so in die Gesichter sehe. Also jetzt kommt das Lied Pilotenliebe. An der Gangway lehnt, werde ich wohl nie vergessen. Und dabei gelangweilt gähnt, wie es stewardessen. Gerne tun, sie wollen ihren Kapitänen imponieren. Ich fiel so oft darauf herein. Es reicht ja schon, in meine blauen Augen tief hineinzuschauen. Außerdem bin ich nicht gern allein. Hört nicht auf zu posen, sie betrachtet dabei streng meine Pilotenhose, diese werden mir zu eng. Seit viel zu langer Zeit erschien keine Flugbegleiterin, auf die ich so schön eher reagiere. Ich sage ihr, dass sie auch mich begleiten darf, da freut sie sich darüber, dass ich keine Zeit verliere. Ich sie freudig mit zu mir nach Haus. Wir ziehen uns gegenseitig die Uniformen aus. Es ist ja gar nicht viel zu schwer, einen anderen kennenzulernen. Ich fange an sehr gern, alle Haare zu entfernen, die mich beim Kennenlernen stören, die mir nur die Sicht versperren. Dann, nach dem Enthaaren, ist es nach alten Brauch üblich, sich zu paaren, so machen wir es auch. Sie flüstert, während wir uns küssen, sie wolle alles von mir wissen. Ich verrate lieber nicht zu viel. Ganz zum Schluss, da fragt sie mich, mein Schatz, wie heißt du eigentlich? Obwohl sie das nicht wirklich wissen will. Machen, was wir wollen, ich und diese tolle Frau. Nur, ob wir es wiederholen sollen, weiß ich nicht so genau. Es leben die Piloten halt nicht so rational, so wie die Idioten vom Bodenpersonal.